Dienstag, der 9. März. Es ist 18 Uhr in der dunklen, verlassenen GTEC-Arena in Magdeburg. Aha, wer kommt denn da? Ah ja, das ist doch... Ist das? Ja, ein gut gelaunter Jure Natek. Aber wo will er denn nur hin? Hallo. Hallo. Ein paar Meter weiter kommt ebenfalls ein SCM-Handballspieler durch die Tür. Es ist Robert Weber. Auch er verschwindet in den Katakomben. Natürlich gingen die beiden zum traditionellen Fantreffen im kleinen VIP-Raum in der heimischen Spielstätte. Zu Gast waren zahlreiche Fans der einzelnen Fanclubs des SC Magdeburg und die komplette Handballmannschaft plus Trainerstab. Für einen Augenschmaus-Moment sorgte Familie Ebert. Mit sehr viel Liebe buk sie eigenständig für die Mannschaft zwei große Torten und das natürlich in Grün-Rot. Das ist wahre Fanliebe, die durch Leib und Seele geht. SCM-Kapitän Fabian van Olfen und SCM-Trainer Bennett Wiegert hatten die große Ehre, die zwei Torten anzuschneiden und zeigten dabei auch ihre Qualitäten im Torteschneiden. Ob es wohl daran liegt, dass die beiden erfahrene Ehemänner sind? Die zahlreichen Fans hatten die Gelegenheit, sich Autogrammwünsche erfüllen zu lassen. Das ein oder andere Erinnerungsfoto wurde ebenfalls an diesem Tag geschossen. Auch der erfahrene Rückraumschütze Jure Natek genoss den Abend mit den Fans und Spielern und hofft, dass er noch einmal im SCM-Trikot spielen darf. Ja, eigentlich geht mir ganz gut, danke. Aber es ist trotzdem schwer zu sagen jetzt, ob ich das schaffe bis Hamburg oder ob ich das überhaupt schaffe. Hoffentlich, ich arbeite jeden Tag darum und es geht mir viel besser, jeden Tag oder jede Woche. Jetzt hoffentlich schaffe ich. Du bleibst aber deinen Plänen, deiner Karriere dann nach der Saison zu beenden? Ja, auf jeden Fall. Wir fahren nach der Saison nach Hause, nach Slowenien und dann höre ich auf mit Profi-Handball. Vielleicht spiele ich noch ab und zu mit meinen Kumpels, wenn mein Körper das mir erlaubt, aber nein, mit Profi-Handball ist vorbei. Am traditionellen Fanabend haben auch die langjährigen Fans, die am vergangenen Wochenende die Mannschaft in Granollers lautstark unterstützt haben, teilgenommen. Seit über 20 Jahren ist beispielsweise Manfred Grasse stolzer SCM-Fan. In den Jahren hat er schon viele Auswärtsfahrten auf sich genommen, um seine Mannschaft zu unterstützen, auch wenn es nicht immer so rund läuft. Ja, wir sind Samstagvormittag sind wir nach Barcelona geflogen, sind da abends dann angekommen, Hotel eingeschickt, sind dann ganz entspannt am Sonntag zum Spiel gefahren, haben dann im Vorfeld Freundschaften geschlossen mit den spanischen Fans, war sehr schön gewesen und haben uns dann das Spiel angeguckt, ja, was dann eben nicht so zu unseren Vorstellungen verlaufen ist. Ne? Ja, aber man macht es halt gern und unterstützt die Mannschaft und war schon schön. Wir sind dann noch einen Tag länger geblieben in Barcelona, haben uns die Stadt angeguckt, eine Wahnsinnsstadt, eine sehr schöne Stadt. Es lohnt sich immer da mal hinzufahren. Ja. Und sind am Montagabend wieder zurückgeflogen. War rundum eine schöne Fahrt gewesen. Für die Fans ist dieser Abend immer ein Highlight in ihrem Terminkalender. Sie haben die Chance, einmal außerhalb eines Handballspiels mit ihren Jungs ins Gespräch zu kommen. Und ich finde das immer schön beim Handball. Beim Fußball ist das anders. Man kommt an die Spieler nicht ran. Beim Handball ist das immer man kann jeden was fragen oder mal auf die Schulter kloppen oder mal sagen, Mensch, hast du heute Scheiße gemacht. Ne? Und das ist eben das Schöne an Handball. Und beim Auswärtsspielen noch umso mehr. Die freuen sich, wenn wir da sind und sie unterstützen. Und das ist schon schön, ja. Die Fans fiebern schon ihrem nächsten SCM-Fanabend mit ihren Handballstars entgegen. Bis dahin werden sie ihre Mannschaft bei Heim- und Auswärtsspielen unterstützen. Auch in Aalborg werden zahlreiche SCM-Fans vertreten sein und hoffen auf das Viertelfinale im EHF-Pokal.